Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Virus. Wir haben hier die maximale Atmung aktiviert. Wir gehen mal durch diese Tür und hoffen, dass uns nichts Böses passiert. Ach, schon besser. Ich frage mich, wer da rumgeatmet hat. Meine Fresse. Wir haben hier schon wieder ganz viele Türen. Kommen wir auch rein? Okay, hier ist schon mal... Geh zur Halle, prüfe Tür. Okay, wir prüfen die Kiste. Für Ausgrabungen aller Art. Was? Können wir sie öffnen? Ja, was mag da wohl drin sein? Dynamit. Ist klar, auf der Raumstation haben wir erstmal hier Dynamit gefunden in irgendeiner Kiste. Drei Stangen Dynamit plus Zeitschaltuhr. Nützlich. Vorsicht, wenn das Zeug losgeht, scheppert es hier mächtig. Ach, Dynamit ist doch relativ stabil, ne? Schrank. Prüfen. Schmutzbedeckter Schrank. Okay, eine der Türen scheint verklemmt zu sein. Ich benutze übrigens hier die Tastenkürzel C für schließen. Warum nicht S? Weil S ist für speichern. N für nehmen. B für benutzen und O für open oder Ö für öffnen, geht beides. Ich benutze meistens das O. Und mich juckt's an der Nase. Ja. Entschuldigung. Wir nehmen alles mit Behälter. Steckschlüssel. Das macht einen sinnvollen Eindruck. Behälter. Okay. So, jetzt haben wir hier die ganze Tasche voll mit Zeug. Dynamit. Explosive Ladung Stufe R. Vollkommen sicher. Sicherheitsversiegelter Metallbehälter. Okay. Das sollte die meisten Verriegelungen dieser Station lösen. Die meisten Verriegelungen dieser Station sind 6 kein Schlüssel oder was? Kann man die öffnen? Vermutlich wasserdichter Metallbehälter. Okay, vermutlich wasserdicht. Hört sich schon mal sehr gut an. Ah, schmutziger und außerdem reparaturbedürftiger Schrank. Sonst sehe ich hier nichts außer einen guten alten CRT-Monitor. 100 Jahre in der Zukunft nutzen Leute sowas immer noch. Hast du eigentlich noch ein Zuhause? Ich habe meinen schon vor 3, 4 Jahren irgendwann. Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren habe ich meinen letzten CRT-Monitor entsorgt. Ich würde mal interessieren, ob noch jemand sowas benutzt. Heutzutage. Prüfe Pinsel. Ja, ich prüfe auch gleich mal meinen Pinsel. Na, ein kaum benutzter Pinsel. Nein. Witz auf meine Rechnung. Kaum benutzter Pinsel. Oh. Oh. Kommt davon. Okay, der ganze Raum. Und nur ein Pinsel da drin. Wir gehen weiter. Schau uns nochmal den Pinsel an. Ideal zum Bemalen beliebiger Oberflächen. Okay, dann bemalt doch mal das da. Nein, das wird dem Boss nicht gut tun. Okay. Wir haben eine weitere Tür. Verschlossen. Scheint eine Art Einbahnstraße zu sein. Okay. Prüfe Tür. Der Scanner muss erst meinen Handabdruck prüfen. Na dann. Und womit? Mit deiner Hand. Hast du das nicht gerade gesagt? Oder? Hast du doch. Ja. Sicherheitsscanner. Autorisierter Handabdruck erforderlich. Okay, ja. Unser Handabdruck ist nicht autorisiert. Wie öffnet man eine versiegelte Tür? Prüfe Tür. Diese Tür wurde kürzlich mit 6 Schrauben versiegelt. Okay. Wir nehmen mal die Abisolierzange. Aber die Tür hat bereits Abitur. Nutzen wir mal das wieder mit. Später. Wer weiß, ob ich das Feuer hier unter Kontrolle kriege. Okay. Dynamit. Hier ist im Moment nichts. Ich erinnere mich, dass ich an der Stelle schon mal gehangen hatte. Vor langer, langer Zeit. Wir gehen mal zu unserem Robo-Freund. Ach, hier. Und fragen den mal. Zack, ab zum Hangar. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein?
Z wie Zeige? Ja. Pinsel. Ein Pinsel mit Borsten aus hochwertigem Zobel. Aha, Zobelborsten, alles klar. Interessant, meine Sensoren können nicht dort eindringen. Ein Steckschlüssel, you don't say. Interessant, meine Sensoren können dort nicht eindringen. Klasse 5 Sprengstoff mit Hitze- und Nährungssensoren. Ich habe gedacht, das wäre Klasse R. Hm, naja, eine Notbeleuchtungseinrichtung. Ein mit Wasser gefüllter Metallbehälter. Okay, wir geben mal ihm alles. Ich habe leider keinen wasserfesten Lagerraum zur Verfügung. Meine verbesserten Fotosensoren können fast überall sehen. Dieses Gerät darf ich nicht benutzen. Okay. Ich habe leider keinen Lagerraum zur Verfügung. Solch ein Spezialwerkzeug kann ich im Hangar nicht gebrauchen. 6-Kant-Steckschlüssel, wirklich. Spezialwerkzeug, total spezial. Ich habe leider keinen Lagerraum zur Verfügung. Das ist so speziell, dass damit alles aufgeht, sagt uns unser Freund. Danke, aber weiteres Reinigungswerkzeug brauche ich nicht. Okay, mehr haben wir nicht, ne? Genau. Du hilfst uns. Nein, ich will nicht beenden. Ich will... Auf Wiedersehen. Mit dir Schluss machen. Ich will dich verlassen. Dann gehen wir eben wieder nach vorne. Denn mir ist gerade eingefallen, was wir da tun müssen. Dekompressionsraum. Das fand mich übelst bescheuert an der Stelle, weil... Also diese Tür kann ich nicht so einfach öffnen, weil die ist versiegelt mit Schrauben. Aber ich kann mit dem Steckschlüssel dagegenhauen. Pass auf! Was? Was? Okay. Und du willst mir erzählen, dass es 6 keine Schrauben waren? Kyvernis Card? Kyvernis Card? Kynivis Card? Kynivis. Kynivis Card? Wasser. Bitte. Wasser. Okay. Benutze Wasser mit dem Typen. Der Kerl dort braucht es mehr als ich. Was geht dir vor? Du bist der erste Mensch, den ich sehe. Wo sind denn die anderen? Alles der Reihe nach. Vor allem sprich leiser. Und sieh zu, dass du alle dunklen Ecken gut ausleuchtest. Okay, das klingt nicht gut. Was ist hier passiert? Alles fing ungefähr vor einem Monat an, als sich ein unidentifiziertes Objekt der Station näherte. Sofort wurde eine Krisensitzung einberufen, in deren Verlauf plötzlich ein dumpfes Aufprallgeräusch zu hören war. Überall ging das Licht aus. Und im Dunkeln waren die Schreie panisch in alle Richtungen flüchtender Menschen zu hören. Als das Licht schließlich wieder anging, waren die meisten verschwunden. Die wenigen Überlebenden standen noch tagelang unter Schock. Als sie dann später den Mut fanden, die Station zu durchsuchen, fanden sie überall nur noch zerfetzte Leichen. Von diesem Zeitpunkt an begann das Licht schwächer zu werden. Hier ist es zwar noch einigermaßen hell, aber die meisten tiefer gelegenen Decks sind bereits völlig in Dunkelheit getaucht. Und wo sind jetzt alle? Wir hatten kaum noch Wasser und die Nahrungsvorräte wurden auch langsam knapp. Also teilten wir uns in Gruppen auf, um die an strategisch günstigen Stellen gelegenen Wassertanks zu suchen. Freiwillig ging man nur von dort weg, um Nahrung zu beschaffen, so wie ich in diesem Fall. Es wimmelt hier von Kreaturen, die urplötzlich angreifen. Sie nähern sich zwar keinen Lichtquellen, aber ohne eine intakte Hauptstromversorgung werden wir nicht besonders weit kommen. Licht jeglicher Art ist mittlerweile so kostbar wie Atemluft und die stärkeren Gruppen haben uns schon fast alles abgenommen. Alter Schwede. Jetzt bekämpfen die sich gegenseitig um Lichtquellen. Krasser Scheiß. Höchstens ein Tag. Aber es kommt mir wie ein Jahr vor. Entschuldigung, ich hab's nicht vorgelesen. Wir haben ihn gefragt, wie lange er hier schon sitzt. Ziemlich dunkel hier, oder? Ja. Schlecht für uns. Und gut für sie. Für die Kreaturen. Kannst du laufen? Leider nicht. Darum konnte ich auch keine Hilfe holen. Vielleicht könntest du nach meinen Kameraden suchen. Wenn du ihnen von meiner Lage berichtest, werden sie bestimmt helfen. Okay.
Was ist denn so schlimm an der Dunkelheit? Licht ist dein einziger Vorteil. Diese Monster greifen nur an, wenn sich ihr Opfer nicht in zu hellem Licht befindet. Hast du nicht irgendwas, das mir weiterhelfen könnte? Vielleicht hilft dir dies hier weiter. Finde meine Freunde. Okay, einen alten Taschenrechner haben wir bekommen. Danke, ich mache mich jetzt auf den Weg. Aber ja, vorher zeigen wir. Alles Mögliche, Klebeband. Nützlich, aber ich wette, du hast keine Bandagen. Das ist richtig. Nett. Wunderbar. Für eine Bandage etwas zu grob geraten. Ja, wollen wir nicht so klein sein, oder? Nett. Schläfst du ein, was? Behalte es, um dunkle Ecken damit zu erhellen. Vorsicht, es ist hochexplosiv. Das sind Backup-Daten vom Zeus-Computersystem. Ah, du kennst dich also ein bisschen aus. Das hab ich erst gestern noch gesucht. Okay, wenn du das gehäffst, ne? Thank you very much. Die sind Backup-Daten vom Zeus-Computersystem. Okay, 200 Backup-Daten. Meine Sicht lässt nach, es muss der Mangel an Schlaf sein. Das ist wahrscheinlich, weil mein Pinsel so klein ist. Ein Zugangskarte hat uns gegeben. Nehme es. Es könnte sich nützlich erweisen. Das müsste nimm es heißen, mein Freund. Also, in dieser Lage ist es wichtig, dass wir Grammatik einhalten, okay? Okay. Hörst du mir zu? Eine Datenkonsole. Nett, nicht wahr? Ich ließ es besonders modifizieren. Okay. Geben. Ich habe es dir gegeben. Benutze es, um Hilfe zu holen. Ich will es nicht zurückhaben. Nehme und benutze es. Das heißt immer noch, nimm es. Hast du mir gerade nicht zugehört, oder was? Ich brauche keinen Pinsel. Bitte gehe und hole Hilfe. Haben wir ihm erstmal unseren Pinsel gegeben, wenn du weißt, was ich meine. Ich verfüge nicht über die Energie. Ja, auch nicht. Das brauche ich nicht mehr. Ich will das nicht, es ist zu flüchtig. Oh, flüchtiges Dynamit wird wahrscheinlich von der Polizei gesucht. Du wirst es nötiger haben als ich. Behalte es. Nein, danke, das kann ich nicht gebrauchen. Ich könnte das nicht tragen, ich bin sehr müde. Du kannst damit sehr viel mehr machen als ich. Nein, danke, behalte es. Okay, wir haben alles getan, was wir konnten. Mach's gut. Ja. Du auch, mein Freund, du auch. Prüfe. Vollständig dehydriert, das Wasser konnte ihm nicht mehr helfen. Der ist gestorben? Och nö, wirklich? Und wir haben unsere letzte Zeit mit ihm verbracht, indem wir ihm irgendwelchen Müll gezeigt haben. Oh, einen Toten benutzen? Vielleicht als Briefbeschwerer? Ah, bisschen pietätslos, ne? Ihn zudecken oder was? Wäre nicht schlecht. Brauche ich später noch. Oh, können wir mitnehmen? Der hat's hinter sich. Möge er in Frieden ruhen. Ah, es tut mir jetzt ein bisschen leid. Haben wir doch mit ihm rumgeblödelt. Ach. Oh, es tut mir echt voll leid. Verschlossen, ich brauche eine Codekarte für den Kartenleser. Die hier? Nein. Die hier? Die könnt ihr mal prüfen. Zugangskarte für Sektion 1, okay. Und hier haben wir... Die Datenkonsole kann Datenkarten lesen. Okay. Nicht schlecht, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Okay, Dinge machen hier flüpp, flüpp, flüpp. Die Axt, da habe ich zuerst hingeguckt. Wir prüfen mal das Glas. Dieses dünne Glas klirrt bestimmt ganz nett, wenn es zerbricht. Dann können wir es öffnen. Das müsste man schon zerbrechen. Okay, wir haben ja unseren netten Steckschlüssel, auf den wir uns immer verlassen können. Ein guter Plan, dann. Okay, aber ich sollte auf die scharfen Kanten achten. Scharfe Kanten? Ja, ich will mal nicht kleinig sein. Solide Notaxt, scharfkantig genug, um Metall zu zerteilen. Alter. Nutzen? Mit? Stuhl? Okay, dann nicht. Was? Achso, das ist nur die Tür gewesen.
Geh zu Zimmer, okay. Blendgranate. Blendgranate, nur für Notfälle. Tolle Idee. Zeig mal her. Blendgranate für Notfälle. Also wenn das nicht nützlich ist, ne? Für eine Flashbang hier, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir gehen durch diese Tür. Wir hatten hier den... Okay, Kartenleser. Ein Kartenleser. Er ist mit dem Informationsspeicher verbunden. Können wir dort... Nicht schlecht. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier noch... Ohne die richtige Zugangskarte habe ich ein Problem. Was öffnet das Ding denn? Ist hier keine versteckte Tür oder irgendwas? Das funktioniert nicht. Das wird die Elektronik beschädigen. Okay, das geht also alles nicht. Wir haben noch eine Schublade. Eine geschlossene Schublade. Dann öffne sie doch, mein Freund. Geht klar und wir erhalten... Schlüssel zum Kontrollraum. Diese Karte ist der Schlüssel zum Nervenzentrum der Station. Und eine Taschenlampe. Hey, eine kleine Taschenlampe. Diese kleine Taschenlampe hat keine Birne mehr an. Na super. Jetzt wollte ich mich schon freuen, wie gut wir hier gerüstet sind mit Licht. Handscanner. Es scheinen einige Verbesserungen gemacht worden zu sein. Benutzen. Okay. Und jetzt? Okay, die Tür ist offen, das wissen wir schon. Können wir? Ich sollte lieber den Kartenschlitz dafür finden. Aber ich habe gedacht, das ist der Kartenschlitz. Kontrollraum. Komisch, ne? Na gut, wir können ja erstmal durch diese Tür gehen, die haben wir immerhin schon aufgeschlossen. Aber... Das fällt mir als allererstes dazu ein, okay. Sonst ist hier auch nichts. Prüfe Safe. Massiver Stahl-Safe. Leider habe ich die Kombination dafür nicht. Wir wissen ja, dass unsere Axt auch durch Stahl schneiden kann. Das klappt so nicht. Oh. Na gut, Leute. Das war erstmal mit Alien Virus. Wir haben nun erfahren, ja, um was es hier eigentlich geht. Böse Kreaturen haben die Raumstation überfallen. Und das Einzige, mit dem wir sie zurückhalten können, ist Licht. Scheinbar, ja, wurden auch Offiziere und sowas umgebracht, die vielleicht mal Waffen haben könnten. Die Chancen stehen also schlecht. Nicht nur das, auch die Menschen bekämpfen sich gegenseitig um die letzten Ressourcen, vor allem um Licht, um Nahrung und um Wasser. Ja, unser Typ mit dem Namen, den ich nicht aussprechen konnte, ist leider verschieden und ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass wir ihm noch einen Pinsel gezeigt haben und ihm noch den Pinsel andrehen wollten. Oh Mann. Naja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das Dynamit mit dem Safe benutzen und mal schauen, was rauskommt. Ich meine, 1 zu 1 zusammenzählen kannst du bestimmt auch noch, lieber Zuschauer. Das traue ich dir auf jeden Fall zu. Und wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.